Hey Leute und willkommen zurück zu den wöchentlichen Attack on Titan Reactions. Heute reagieren wir auf die 11. Folge. Mit dabei ist wieder der gute Josef. Hallo. Hallo Leute. So, heute gibt es nur eine kurze Info, die ich noch droppen wollte, weil mir das einfach beim Rewatchen aufgefallen ist und in der letzten Diskussion, eben von der letzten Folge, habe ich es gar nicht aufgebracht. Und zwar die Szene mit Niccolo und dem Wein, die werde ich hier auch kurz einblenden. Die ist mir beim zweiten Mal schon ein bisschen mehr aufgefallen, auch mit dieser komischen Musik und so, wie das so hervorgehoben wurde. Plus der Scout von der Squad von Levi hat diesen Wein auch im Wald dabei und hat den sich in solche Tassen eingeschenkt. Deswegen hier meine Vermutung, irgendwas ist in diesem Wein drin, sei es Gift oder ein Schlafmittel oder so. Und Sieg wird dann vielleicht doch noch mal ein bisschen aufmucken. Plus Nicolo und Jelena und so weiter sind vielleicht doch nicht so verbündet, wie ich anfangs gedacht und gehofft hatte. Und genau deswegen starte ich eben auch direkt jetzt mit der Folge. Ich kann nicht mehr warten, Alter. Let's Let's go. go. 3, 2, 1, go. Vielleicht heute mal neues Opening? Vielleicht, ja. Die Full Version Also wird wann auf jeden soll Fall es kommen? veröffentlicht. Oh, Oh. shit, Alter, was ist da los? Ah, okay. Die spielen. Ja, klar. Nee, nee. Und Yeet. Oh, der Move. Damn. Alter. Holy. Okay, Gabi. Alter. Mit einem Stein. Ja, der ist auf jeden Fall tot. Ja, der ist Alter. komplett tot. Alter. Ich meine, er wurde outplayed, aber goddamn. Das war Ja. brutal. Alter, wie schön das aussieht, Mann. Oh, true, true. Ja, er kommt mit dir mit, ne? Oh. Jo. Ja. Ja, die ist so brainwashed. Ja. Oh ja, okay, so treffen sie also auf die Familie. Man hat bisher noch nicht ihre Stimme gehört, oder? Ah, oh, ich denke, die hat einen Satz mal gesagt. Irgendwas zu ihrer Mutter in Season 2, aber wirklich nur einen Satz Okay, oder so. okay. Sie hat auf ihre Mutter Nein! gezeigt und meinte so, Mama. Gabi, chill. Oh, Werf sie nicht ab. oh. Oder? Hat die nicht gerade einen Stein gegrabt, Alter? Ja, hat sie. Oh mein Gott, ey, chill mal, Gabi. Ich hatte auch so, oh mein Gott, wie er tötet sie jetzt. Uff. Aber Gabi, wir haben gerade eben gesehen, wie die drauf ist. Ja, klar. Das ist schon hart. Junge, Falco, bester Schauspieler, let's go. Armin 2. Junge, Scheiße. Ja, sie ist komplett verstört. Oh mein Gott. Das ist ja so, das ist so gut dargestellt. Krass, krass. Oh, ihr Blick ist auch immer so. Die ist Junge, halt ja. komplett traumatisiert War so. auch schon damals so. Ah, ja. Ja, aber weil wegen ihrer Mutter halt, klar. Ja, die haben halt schon recht, ne? Genau, weil jetzt machen sie basically das gleiche wie der Fake-König früher, ne? Ja. Ja, schon so ein bisschen. Ah, jetzt lernt man die neuen kennen. Okay. Mehr oder weniger noch. Ich hatte ja was angedeutet. Bei einer Person zumindest, wenn du dich erinnerst. Geleakt zu Ja, haben. immer diese scheiß Leaker. Da hat ja klar. Smash Leaks, Junge. Leaker von damals. Nice. Ah, ja. Ah, er. Ich habe mich schon gewundert. Oh, true. Was er da sagt, steht voll, ja. Damn. Das ist so nice, oh mein Gott. Alter, das war nice. RIP Sanji. Also der geht echt nicht so gut damit, glaube ich. Das Ja. ist wirklich nicht leicht. Na, jetzt eine Idee? Ich muss noch schauen, ich weiß gar nicht. Der Handelswagen? Oh, okay, ja, die beiden. Wo sie sich Nice, dann bei oder? Mikasa bedankt hat. Das ist richtig Oh ja, nice. das ist richtig nice, ja. Holy Ja. shit, aber eben Die da hast du Details. recht. Da muss man Ja, die wirklich richtig Details. arg aufpassen. Ja, das kann mir keiner erzählen, dass Ah, das er das ist so gecheckt hat. Also krank, kann mir wirklich Junge. keiner erzählen. Ja. Das war irgendwie in den ersten 8 Folgen oder so, gell? Der Mann. Ja. Oha, okay. Nice, Alter. Oh, damn.
Mikasa. Oh mein Gott, war das geil. Holy shit, Mann. Junge, fix es. Okay. Oh, das wird nice. Das wird nice. What the fuck, man? Die Pferde. Und Ham. Nice. Ah, yes. So nice. Das ist gut, das ist gut. Das hat er zu geil umgesetzt. Gobi. Schön. Ja. Hadi ist so lost. Komplett lost. Die Dämonenpferde, man kennt sie. Böse Aliens. Warte mal, was? Woher weiß sie das? Alter, ist die auch Big Brain oder was? Du hast das auch selber. Oh. Die war einfach schon länger da. Hat sie nicht gesehen. Oh shit, ja, ja, ja. Sie war von Anfang an in dem Wald da. Oh shit. Was? Wo geht Gabi denn dahin? Ja doch. Ja. Nein. Nein. Gabi aus. Yo, yo, chill doch mal. Ja, Ehrenfalko. Die hat halt nichts getan, Mann. Ja, sie ist halt einfach absolut brainwashed, so. Das ist, ja, ja, Alter. Komplett. Junge, Gabi. Oha, sie covert. Junge. Mhm. Krass. Ja. Aber krass, die wohnen jetzt hier. Das war echt eine brutale Szene damals. Ja, das war komplett krass. Vielleicht nur dann wurde angeknabbert, so ganz krank. Boah, aber auch krass, dass sie Bescheid weiß. Das wusste ich nicht, dass sie es wirklich auch den Kindern und sowas erzählen. Eben. Genau. Krass, dass Gabi mal endlich damit konfrontiert wird. Ja, finde ich auch so gut. Ich glaube, so langsam bemerkt sie das selber auch mal. Wir müssen mal bald Klick machen, ja. Tja. Ihr aka Eren. Ja, eben. Ihr, sich bezieht sich auf alle, ja. Das Totschlagargument, let's go. Aber ja, das ist schon hart. Genauso wie Eren halt auch, ja. Warum musste sie sterben? Ja, das ist so eine geile Szene gerade. Ja, das ist einfach gut. Heftig. Alter, ist das hart. Und sie kann nichts dafür. Ja. Falco, du bist einfach mein Boy, wirklich. Nice. Ja, sie checkt's auch. Eben, die können auch nichts dafür. Oh, sie erzählt von Sascha. Was denkst du, checken die das? Es kommt darauf an, was sie genau sagt. Richtig. Ja. Ja. Aber es ist halt krass, dass eben wir wissen halt, dass es Sascha ist. Alter. Was für Ending. Warum Ending, Mann? Nein. Nicolo? Der Ehrenmann oder wohl doch nicht? Der vergifteten Wein? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Oh ja, nice, Mann. Oh, checken Sie auch, dass es
Ja, damn, die checken es auch, okay. Alter, ja. Das ist krass. Das ist sehr krass. Oh, ja, okay, er checkt auch, dass eben, dass da eine ganz große Verschwörung vor sich geht. Alter, die ganze Welt gegen Paradis einfach. Junge. Damn, Rainer, okay. Okay. Oh, okay. Und der PV. Ich dachte, was anderes kommt, aber das ist auch sehr nice. Das ist auch sehr nice. Wen sollen sie hassen? Nein, komm. Spoilert das nicht. Wegweiser. Oh. Oh mein Gott, die Explosion. Oh mein Gott, was passiert, Alter? Oh. Okay. Shit, genau, okay. Das meinte ich gerade mit Spoiler, das nicht, aber egal. Wie gut Gabi hier dargestellt wurde, wirklich. Ich habe das, ehrlich gesagt, beim Manga lesen gar nicht so gecheckt, zum Beispiel, dass sie gezittert hat oder so. Also ganz krass dargestellt, ja, ganz krass. Ja. Dann. So, mein jetzt. Gott. Hier wieder eine Big Brain Beobachtung. Dieses okay. Gebäude ist das Gebäude, was in der Preview explodiert ist. Das habe ich ja direkt erkannt. Ja, eben, das ist safe doch das Gebäude, oder? Sehr gute Beobachtung. Also Animation und Farbgebung gefällt mir diese Folge wieder ultra gut. Also man merkt echt, Paradies haben die wieder so designt, wie Paradies eben sein sollen. Mhm. Also Mali war schon bewusst anders. Ja, wo ich sehr froh darüber bin, weil ich hatte Angst, dass Paradies dann auch so, ja, solche, wie sagt man das, solche tristen Farben hat, die ja nicht so, wie heißt das, gesättigt sind. Ja. Aber zum Glück doch. Ja, würde ich auch sagen, das war extra so. Okay, aber was denkst du, werden Gabi und Falco das die nächsten Folgen irgendwie herausfinden, dass damit Sascha gemeint ist und dass sie die eben, also dass Sascha die ist, die sie getötet hat? Oh, ich kann mir gut vorstellen, dass sie es nicht herausfinden, dass es einfach so ein Detail ist für den Zuschauer. Okay, dass okay. Ja. Dass Sascha das nicht, genau, dass Gabi das nicht herausfindet. Aber man muss sich mal vorstellen, wenn sie es herausfindet und sich dann mit Kaya so anfreundet, das muss ja so krass Impact haben. Also wie, das könnte krass Impact haben, will ich nur anmerken. Mhm. Also, mal schauen. Wen sollen sie hassen? Eben, das ist so eine Sache, nämlich hier ganz normal, sie waren es doch gewohnt, dass das, woran sie glaubten, zu wanken begann. Ja, ich eigentlich auch mit Sieg, ne? Aber ich habe das Gefühl, so wie das hier gerade in den Untertiteln steht, dass da was nicht stimmt, ne? Pixis und die anderen zwei, die ich gerade nicht kenne, reden nochmal mit Ehren. Ich kann das auch nicht zuordnen. Vor allem Pixis und Ehren haben sich ja eigentlich voll gut verstanden, beziehungsweise Pixis war halt am Anfang richtig nett zu ihm. Deswegen bin ich auch mal gespannt, wie jetzt Ehren hierauf reagiert. Der Hanji hat er ja wirklich komplett bedroht auch. Ja, auf jeden Fall. Bin ich mal gespannt, ob er das mit Pixis auch machen wird. Glaube ich nämlich irgendwie nicht. Ah, true. Pixis hat Eren in Anführungszeichen entdeckt. Ja. Er hat ihn hochgeholt. Eben. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass er da jetzt, dass Eren da jetzt so komplett ausrastet. Bin ich aber gespannt. Pixis ist so ein Ehrenmann. Pixis ist so ein Ehrenmann, ey. Schon. Ich mag ihn richtig. Der liegt ja auch seinen Beinen, ne? Der wird auch bei vergiftet, habe ich gehört. Naja, klar. Oh, der gönnt ja immer richtig viel Alkohol. Ja. Das ist aber true. Also der hat safe was davon getrunken. Ja. Aber literweise, Mann. Also der stirbt schon nächste Folge, mit. Also ich glaube. Ja. Muss eigentlich. Oh, ist ja die so Dosis random. Hart bei ihm. Das wäre so random. Ja, alle fallen random. Einfach um. Ich stelle mich so vor, Levi stirbt dadurch. Das wäre der wackste Tod überhaupt. Ne? Vom geilen Char. Das wär schon nice. Wissen wir, würde ja Big Brain aber niemals machen. Nein, das ist ja Bullshit. Das ist ja einfach Bullshit. Ja. Okay. Ah, okay, das Gespräch geht tatsächlich weiter. Ja, das sehen wir in der Preview nochmal. Genau, hier den neuen Pixis. Und eben, da ist die Explosion. Okay, und was denkst du über die Explosion? Sag mal irgendwelche Gedanken dazu. Was soll ich da denken? Ich habe das Gefühl, Jelena hat da halt eine Bombe platziert. Okay, also du denkst Jelena, dass das von Jelena kommt. Ja. Also, okay. Ich kann mir keine Ahnung da vorstellen. Ungefährer Hintergrund? Also, ist sie gegen... Also, ist sie dann doch eine Verschwörerin mit Sieg und die ist ein geheimer Angriff von Marley? Ja? Also, das was ich mir jetzt auch durch den Wein und eben durch das Bild hier denke, ist, dass Sieg doch nicht mit den Leuten von Paradies zusammenarbeitet, sondern dass er nur so getan hat und dass das irgendwie sein Masterplan war und jetzt eben das da in die Luft gesprengt wird und dass eben im Wald dann irgendwas passiert, wodurch sie Sieg wieder befreien kann. Und ja, dann haben die da schon mal ein bisschen Damage gemacht und können ganz gechillt mit dem neuen Hafen, der gebaut wurde, zu Mali. Das wäre jetzt so meine Vermutung, aber... Und denkst du, das ist ein Anschlag auf eine Person oder das Gebäude wird einfach nur beschädigt, um für Unruhe zu sorgen, um für Angst zu sorgen? Oder, ja.
eigentlich Also. Anschlag auf eine Person, aber Okay. wir haben halt Pixis im Gespräch mit Eren gesehen und im Gespräch mit Yelena, deswegen, ich weiß, ich kann nicht einschätzen, ob es jetzt ihn da getroffen hat oder wen auch immer, aber Okay. eigentlich müsste es ja schon eine etwas höher gestellte Person sein, die da dann stirbt, aber boah. Bei Ich ihm kann euch schon mal hat. hypen, Leute. Nächste Folge wird nice. Nächste Folge wird, glaube ich, sehr nice. Das Und glaube gut ich dir, Hype. das sieht aus, als würde es wieder richtig losgehen dann, ne? Ja, Vor allem also jetzt das hatte war, wie gesagt, man. das erste Mal so eine Aufbaufolge für den Charakter wieder. Aber nächste Folge, da kommen coole Szenen. Da kommen coole Szenen. Ja, dafür bin ich bereit. Jeder ist Aber bereit. irgendwie habe ich auch keinen Bock. Vor allem eben, weil ich in der letzten Reaction halt Physik salutiert habe, Alter. Sieg geht nicht so ab. Richtig RIP einfach nur. So, ja, man siegt Ehre, Mann. Und jetzt auf einmal halt so doch nicht. Oh, Ja. Mann. Also, wie immer, allgemeine Gedanken zur Folge. Ich fand's wieder richtig nice. Auch halt voll sick, dass Schön. wir jetzt noch mal mehr Character Development und Eindrücke bekommen haben von Gabi und Falco. Die denken halt wirklich komplett anders, aber eben, ich habe halt jetzt auch das Gefühl, dass vor allem diese Experience mit Carla hier, dass die halt eben Gabi auch ändern wird. So, ne? Hat zumindest den Bin ich Eindruck gemacht. gespannt. Deswegen, ich bin weiterhin gespannt, was mit Falco und Gabi eben hier im Anime noch gemacht wird. Also, weil, ja, es ist halt auch schwierig zu sagen, ne? Ob sie dann für Marley kämpfen, ob sie für Paradis kämpfen, ob sie überhaupt kämpfen. Weil Falcos Plan war ja eigentlich jetzt einfach hier zu chillen, zu leben und so, ne? Ja, mal gucken, was die noch so machen. Und generell, mal gucken, was nächste Woche da genau explodiert und was da so abgeht. Wer Verräter ist und wer nicht. Ah ja, wird sehr Ja. interessant. Wird wirklich sehr Das ist interessant. sehr, sehr interessant. Kann ich bestätigen, kann ich bestätigen. Okay, dann wie immer, Josef, danke, dass du hier am Start warst. Sehr gerne. Wie immer, mega, hat mega Bock gemacht. Auf jeden. Und genau, wenn nächste Folge dann, also nächste Woche die nächste Folge vorbei ist, dann kannst du gerne eben noch ein paar Eindrücke aus dem Manga raushauen, die halt vielleicht doch weggelassen wurden aus dem Gespräch. Aber ich denke, es wird doch gezeigt. Also, wir haben es ja gesehen. Ja. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie es rauslassen. Also. Ja. Aber Ja, aber schauen. Werde ich vielleicht wird natürlich ja immer. generell was gecuttet oder so. Ja, Also, na klar, schaue ich immer rein. genau, da schaust du einfach mal rein. Und Yes. ja, das wär's dann auch schon wieder für die Reaction heute. Und wie immer bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und dann, ja, bis nächste Woche. Haut rein, Rein. Leute. Ciao.